Da bin ich mal wieder. Und zwar stelle ich euch heute ein Rezept vor, das heißt Gewürzpaste für Gemüsebrühe. Und zwar habe ich das aus der Rezeptwelt mit freundlicher Genehmigung von dem Autor Thermomix Graz. Also vielen Dank nochmal dafür, dass ich das hier auf YouTube vorstellen darf. Und das Rezept findet hier unten in der Infobox. Und ja, dann legen wir jetzt einfach mal dazu los. Hier ist der Fauli. Ich bin heute auch wieder mit dabei. Juhu, ich freue mich schon. Ja, wisst ihr, was ich heute entdeckt habe? Wir haben in der Dachrinne ein Vogelnest. Oh, da sind ganz viele kleine Vögelchen drin. Ja. Und wisst ihr auch, woher ich das weiß? Die Christiana und die Amelie, die haben ein Video gemacht, weil man da oben so schlecht hin kann. Und da haben wir einfach das Handy auf das Stativ getan und dann haben wir das auch oben gehalten. Und da sind viele, viele kleine Vögelchen. Ja, wollt ihr sie sehen? Ja? Na, dann werden wir das auch euch zeigen. Ja, die sind so süß und so klein. Ja, und die Mama, die fliegt immer hin und her, hin und her und bringt den klitzekleinen Würmchen. Lecker! So, jetzt wollen wir aber wieder loslegen, ja? Mit der Gemüsepaste. Ich gehe dann mal wieder auf meinen Eisbergsalat, weil eine Melone haben wir momentan nicht. Aber da kann man auch gut sitzen. Ja, da gehe ich jetzt mal hin. Und Christiana kommt gleich. So, als erstes wiege ich Suppengrün ein. Da brauchen wir 600 Gramm. Ich habe das hier schon so ein bisschen vorgeschnipselt. Oh, da fehlt mir aber noch einiges. Dann werde ich das gerade noch zurechtschneiden. Hier noch ein paar Karotten dazu und hier noch Lauch. Ja, dann kommt noch 100 Gramm Tomaten. Die habe ich auch schon vorbereitet. Dann noch Zwiebeln. Also ein ganz leichtes Rezept. Dann noch zweimal Knoblauch. Also so. Und dann brauchen wir noch ein Lorbeerblatt. So, und das werde ich jetzt erstmal verschließen. Und geht dann für 10 Sekunden. Auf Stufe 7. Jetzt bin ich aber von meinem Eisbergsalat geplumpst. Das war ja ein Schlag. Mann, oh Mann. Ach ja, lieber Fauli. Komm, setz dich wieder drauf. Okay, ich muss mich besser festhalten. Genau, mach das. So, mal gucken jetzt. Ah, das ist schon schön zerkleinert. Das geht eben in Sekunden und das ist das Schöne. So schnell wird das hier zerkleinert. So, nun kommt noch Öl dazu. So, und zwar kommt da 15 Gramm Olivenöl. Dann kommt jetzt das Salz, das Meersalz. Ich
Ich hatte hier noch einen kleinen Rest, den gebe ich jetzt erstmal rein. Und zwar 120 Gramm. Ja, und dann kommen jetzt noch die Gewürze dazu, sprich eben 2 Prisen Muskat. Und noch Pfeffer. Und zwar ist das ein Viertel Pfeffer. So, und das wird jetzt das Ganze, muss ich erst noch mal gerade gucken, für 30 Minuten. 30 Minuten. Auf Varoma. Und Stufe 2. Ne? Und dann ohne Messbecher einkochen. Ja, und da soll jetzt noch ein Gareinsatz drauf, falls das nämlich spritzt. Den hole ich gerade. So, nicht, dass ihr jetzt euch wundert, der Gareinsatz stammt vom TM31, vom TM6, der ist eine Spülmaschine. Ja, und in 30 Minuten sehen wir uns dann wieder. So, die 30 Minuten sind vergangen. Wollen wir das jetzt mal abnehmen. So. Könnt ihr das, ich zeige es euch nochmal direkt. So sieht das jetzt aus. Ich schiebe das einfach lediglich jetzt noch mal runter und das Ganze wird jetzt gleich noch mal püriert. Und jetzt habe ich schon solche Marmeladengläser geholt und da kommt das dann rein. So, jetzt kommt der Deckel drauf, dann der Messbecher und jetzt sind wir bei 1 Minute. So. Und Stufe 10. Lieber Fauli, ich passe schon auf dich auf. Keine Angst. Jetzt will ich aber trotzdem mal gucken. Ja, guck mal. Jetzt bin auch schon gespannt. Oh, es ist heiß. Pass schon auf. Oh ja, oh, seht ihr das? Das ist alles da dran gespritzt. Aber das ist ja kein Problem. Auf jeden Fall sieht es dann so aus. Ja, und das fülle ich jetzt ab. So, lieber Fauli, ich glaube, ich setze dich gerade noch mal hier auf deinen Eisbergsalat. So, oh, also wie gesagt, ich fülle das jetzt hier einfach in die Gläser ab. Ja, ich habe jetzt mal Licht angemacht. Bei uns ist nämlich gerade Weltuntergang. Es regnet wie verrückt. So. Ja, meine Lieben, hier ist jetzt die Gewürzpaste. Die ist ultra heiß, deswegen fasse ich sie mit einem Handtuch an. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und der Fauli, der will euch jetzt noch etwas erzählen. So, lieber Fauli, dann komm mal vor die Kamera. Ja, und zwar wollte ich euch sagen, wir gucken jetzt noch mal nach der Vogelmama und nach den Vogelbabys, weil es ist so ein Unwetter da draußen. Hoffentlich geht's denen da oben in der Dachrinne gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ja, wir sind erstmal.